Hallo zusammen. Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis, wie auch schon im letzten Video. Ich habe einen Discord-Kanal eingerichtet und ihr dürft dem natürlich gerne joinen. Ihr findet dazu oben rechts den Link, beziehungsweise auch in der Videobeschreibung. Kommt dazu, wenn ihr euch auch mit mir dann über WoW austauschen wollt. Findet dort auch nochmal Informationen, Add-ons, Speak-Auren und so weiter und so fort. Und was uns sonst noch eben so einfällt, euch noch an Fragen einfällt. Kommt, wie gesagt, gerne dazu. Ansonsten geht es jetzt los, wie man sieht, auf meine Monk in einem Theater der Schmerzen. Hier noch plus 8, mit dem mache ich ja noch ein bisschen kleinere Keys als Tank. Wir haben die Affixe verstärkt, wütend, explosiv und das war's, weil es ja kein 10er fällt mir gerade ein. Genau, habe jetzt hier auch schon die Weak Aura auf der linken Seite, wie man sieht, für die Explosivkugeln, wer wie viele gemacht hat. So, wusste jetzt noch nicht genau, ja, ob wir uns das erlauben können, alle vier zusammenzuziehen. Monk ist jetzt vom Item-Level her, ich glaube, 215, 217, 19, naja, irgendwie so in dem Bereich. Im letzten Video zum Monk hatte ich auch gesagt, ich muss mir noch meinen Leggy erkämpfen. Ich habe, dass das Fasshieb eine zusätzliche Aufladung hat und mehr Schaden verursacht. Ja, und das merkt man auf jeden Fall schon im Schaden insgesamt, dass das schon gut reinhaut in Verbindung mit der Kyriana-Fähigkeit, dass man ja dann sofort wieder eine Aufladung bekommt, ist das schon nicht verkehrt. So, die Gruppe 4 jetzt recht schnell, dann schnappen wir uns jetzt hier die erste Bossgruppe. Meistens ja neben den Endboss die, die ja am gefährlichsten sind, in Anführungsstrichen. Hier natürlich schauen, dass wir möglichst gut kicken. Und wenn die Schurkin hier kommt, dass wir dann per Stun oder ähnlichen denjenigen dann rausholen oder diejenigen, die drin sind. Ansonsten, ja, eigentlich ist jetzt hier das nicht so gefährlich für einen Monk, finde ich, denn durch das Staffeln können wir ja recht gut Schaden vermeiden. Das heißt, diese Heal-Reduzierung, die von Dissia, der Enthaupterin, regelmäßig auf uns kommt als Tank, ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Klar, ist blöd, weil der Heiler dann ein bisschen mehr pumpen muss, aber das hatte keine Auswirkung auf unsere Staffeln als solches. Und ja, das, was hier die Zauber auf uns schmeißen, den Schaden, der dann in Staffeln umgewandelt wird, den können wir natürlich auch dann immer wieder schön reduzieren. Also denke ich, ist als Monk gar nicht so verkehrt. Müssen wir wahrscheinlich mal gucken, wie es denn in der Tyrannischwoche läuft und dann auf höheren Keys. Aber ich denke mal, dass man da nicht so die Probleme haben sollte. Vielleicht lehne ich mich jetzt auch zu weit aus dem Fenster und es wird dann noch schlimmer. Wie gesagt, es ist ja nur ein Achter, den kann man jetzt natürlich nicht mit zu hohen Keys vergleichen. So, und irgendwie ist hier die... Ist die Weak Aura schon immer so weit drüben bei den Prozenten? Naja, es wird ja noch weniger. Ansonsten... Ja, braucht man sich jetzt hier auch nicht so viel Gedanken machen, wo man lang geht, weil man eigentlich eh recht schnell ist. Das heißt, egal wie man geht, es passt nicht ganz hin hier mit Hero. Buffs kann man eh nicht ansammeln, weil es noch keine Minibosse gibt. Jetzt kurz überlegt, wo gehen wir ein bisschen hin? Schnappen wir uns erstmal den... Bereiche mit dem Licht sozusagen, weil ich dachte, naja, hier brauchen wir am längsten. Vielleicht haben wir bis dahin wieder Hero ready. So, ein Teleport gesetzt. Kurz welche geholt. Die sind gar nicht mitgekommen hier. So, und Port zurück. Ein bisschen in die Ecke stellen, dass die Explosivkugeln eigentlich treffen, die zumindest da außen erschienen sind. Die da müssen wir vielleicht mitmachen. Dann haben wir gleich die erste Geistergruppe geschafft. Zack, zack, zack. So, und dann können wir jetzt weiter die nächsten noch einsammeln. Die noch spotten. Ah, den Ring habe ich ein bisschen blöd gelegt. Ich wollte die eigentlich alle hier reinkicken. Und habe dann doch zwei so ein bisschen weggekickt. Aber wie man sieht, bis auf den einen Geist sind da jedoch alle mit reingekommen. Oder die eine Seele. So, haben jetzt ja zwei, die das Wütend quasi runternehmen können. Jäger und unser Schurken. Das macht ja alles jetzt noch nicht so viel Schaden, geht eigentlich.
Ja, den Button habe ich auch gemerkt, ein bisschen eingespielt dann, dass da noch mehr geht. Also schaffen den hier ja plus 2, machen daraus einen Seuchensturz, genau. Das heißt, dazu gibt es natürlich dann auch die nächsten Tage noch einen Run, das ist dann ein Zehner. So, dass ich sagen kann, dann spielt man sich langsam vielleicht ein bisschen ein, aber ist trotzdem immer nicht der Vergleich zu Klassen, die man sonst öfter spielt. Also ich muss auch immer nochmal überlegen, welchen Skill habe ich hier eigentlich, was kann ich wann wie nutzen. Zum Beispiel an größeren defensiven Sachen hat man ja wohl sein eines Gebräu. Wie ist das? Eisenhautgebräu, glaube ich. Das hat ja irgendwie 7 Minuten Abklingzeit oder so. Ja, genau, das tickt ja gerade noch da unten bei mir. 1,30, jetzt noch ein bisschen weniger, weil ich das im Bossfight genutzt hatte. Ja, das ist sowas zum Beispiel, das habe ich immer kaum auf dem Schirm. Den Ochsen könnte ich sicherlich für öfter holen. Den jetzt gerade habe ich ihn wieder beschworen, aber der sollte auf jeden Fall öfter rauskommen. Ja, und dann gibt es ja noch diese Zen-Meditation, die man ja so bei Sachen nutzen kann, wie jetzt hier, wenn der Portalwächter hier seinen Seelensturm macht. Also wo man nicht irgendwie durch normale Angriffe getroffen wird, sondern irgendwelche AOE-Effekte oder sowas. Dann bekommt man nämlich deutlich reduzierten Schaden. Aber wenn jetzt meinetwegen irgendein Gegner kommen würde und es schlägt, dann wird diese Fähigkeit unterbrochen. Das ist eben so ein bisschen so das Blöde. Ja, also da muss man schon richtig wissen, wann kann man das wie einsetzen, da ich mich jetzt noch nicht so stark mit befasst. Mal gucken. Ja, und dann natürlich immer wieder das reinigende Gebräu, um unser Staffeln, also den Schaden, den wir durch Staffeln bekommen würden, dann zu reduzieren. Und dann das himmlische Gebräu, um ja, so ein Absorptionsschild zu bekommen. Ich glaube, ja, das war jetzt so erstmal alles, was man so hat. Genau, das Staffeln passiert ja automatisch. So, da habe ich gerade festgestellt, dass ein Knisterner Jadeblitz eine kurze Dings nicht gereicht hat, um die Kugel zu zerstören. Ich muss den quasi zweimal ticken lassen. Finde ich auch schon krass dafür, dass die Kugeln eigentlich nicht mehr so viel Life haben. Oder es liegt daran, dass ich noch nicht so ein hohes Equip habe. Kann natürlich auch sein. Ja, also aber das war es, glaube ich, so an defensiven Sachen. Also erstmal, das Staffeln passiert automatisch. Man macht das reinigende Gebräu, um den Schaden vom Staffeln zu reduzieren. Da habe ich ja unten so eine Weak Aura. Der Balken mit den Prozenten, der jetzt gerade grünlich ist, der zeigt eben an, wie viel Schaden ich durch Staffeln jetzt noch bekommen würde. Das reduziere ich eben durchs reinigende Gebräu. Und das himmlische Gebräu, das ist die Weak Aura da drüber. Die zeigt eben an, wie hoch würde jetzt das Absorptionsschild sein. Genau, und das sind so die Hauptsachen, die man nutzt. Dann, wie gesagt, zwischendurch immer den Ochsen, bei der dann das Staffeln effektiver macht, beziehungsweise ich glaube selber auch ein bisschen Schaden irgendwie übernimmt, da ich jetzt nicht genau den Wortlaut im Kopf. Aber wie gesagt, da will ich mir ja noch ein bisschen mit befassen, um dann auch einfach noch in Richtung Guide zu gehen. Ja, und dann eben wirklich bloß noch die ganz großen Cooldowns, eben das Eisenhautgebräu oder die Zen-Meditation. Achso, man kann sich zwischendurch heilen mit der Schadensumleitung, aber das ja, ist nochmal ein anderes Thema. So, dann haben wir jetzt hier den Bereich durch und wir haben noch, tja, genug Minuten Zeit. Heißt noch kein Hero hier bei dem Boss. Ah, der ist eben der für mich als Tank recht langweilig. Also man muss ja bloß dran stehen bleiben, ein bisschen defensive Sachen nutzen. Gut, jetzt kann man noch sagen, man muss noch ein bisschen auf die Kugeln achten, wenn die nicht gerade wer anders wegmacht. Aber ansonsten war es das ja hier. Aber es ist ja zum Glück kein Tyrannisch, sodass der recht schnell liegt und dann wieder die, ja, eher spaßigeren Themen dann kommen, dass man auch ein bisschen mehr machen kann. So. 20%.
Ja, hier weiß ich mal wirklich gar nicht, was soll man denn viel erzählen. Also, ich sag, man steht bloß dran, man kriegt normale Hits ab, eventuell kriegt man den Dot ab, der dann. Ja, der dann eventuell auch sogar vom Heiler despayed wird, sodass man dann erst recht nichts zu tun hat. Es sei denn, der Heiler despayed wen anders, dann muss man ein bisschen drauf achten, dass man vielleicht etwas Defensives nutzt, aber ansonsten. Ja, ansonsten ja, gibt es eigentlich nichts zu beachten, außer dran stehen zu bleiben. Von daher kann man eher sagen, aus DD-Sicht, aber da müssen wir es erklären. Oder Heiler-Sicht, ja. Naja, egal. Bosskampf vorbei, nächster Raum. Legt da jetzt einen Ring hin, damit, weil ich ja weiß, dass die jetzt gleich losspringen, damit die dann nicht nach rüber kommen, sondern schön zusammenbleiben. Ist natürlich immer ein bisschen einfacher, wenn alle zusammenkommen und vorne stehen, dass die dann entweder nicht so weit springen. Genau, also. Erstmal gar nicht so weit springen und man alles schön weiter zusammenbehalten kann. So, die Krankheit hier kann ich mir ja selber runternehmen. Fällt mir nur später ein, dass ich das auch kann. Jetzt mache ich das gerade. Kann ja jetzt morgen auch Gift und Krankheiten. Ähnlich wie beim Paladin. Natürlich, durch das Hin- und Herspringen muss man auch aufpassen. Ich glaube, da geht jetzt die Kugel hoch. Ne, wurde noch zerstört. Genau, das eben natürlich an unterschiedlichen Orten jetzt die Kugeln spawnen. Und ja, da auch einen guten Überblick zu haben. Gut, das ist natürlich wirklich blöd, dass hier, wir stehen da ganz hinten, der Hunter noch, dass der eben so weit hinten steht, dass dadurch meine ganze Zeit die Ads wegspringen. So, hier haben wir jetzt nochmal zwei. Hier hätte ich jetzt wieder einen Ring legen können. Da habe ich jetzt ein bisschen spät reagiert. Dann wären die nicht wieder nicht so weit gesprungen. Was haben wir hier jetzt gleich? Genau, wir haben einen Shotgun dabei, sodass wir skippen können mit Shroud. Das sieht man ja heute gar nicht mehr so oft. Wenn dann hat irgendwer immer noch einen Invis dabei oder man kann irgendwie anders noch skippen. So, das ist der down. Kurz schauen, welcher Weg am besten ist. Hier ist er gerade weiter hinten. Da ist er schon mal okay. So, hier müsste ich mir aber noch per Voodoo noch mal was einrichten, damit ich dann auch Entgiften schneller nutzen kann. Müssen wir irgendwann die nächsten Male mal machen. So, schauen, dass natürlich alle durchkommen. So, hier lege ich jetzt wieder den Ring. Na, ist natürlich genau dann verschwunden, als der eine losspringt. Vielleicht nochmal kurz warten sollen. So, Krankheit wieder runternehmen. Oder Krankheit und Gifte. So, der Ring ist ja auch bald wieder ready. Kann man dann auch wieder gut für die nächste Gruppe nutzen, für die kleinen Ads, die dann da erscheinen. So, da kommt doch gerade der große. Pulle ich einzeln. Ja, hätte man noch zusammen mit den anderen vermutlich machen können. So, schön aus zur Seite gehen. Da stehe ich noch ein bisschen in der Fläche drin, sagt mir Get the fuck out. Ja. Natürlich hier nicht von treffen lassen, der Pal hat sich treffen lassen. War ich ein bisschen langsam mit Dispellen, das ist schon wieder abgelaufen. Also da hat man ja dann auch, ich glaube, ein Gift drauf oder so. Also auf jeden Fall kann man das Dispellen, wenn man davon getroffen wird. Und dann, ja, irgendwie springen da welche auf den Ring drauf. Ja, und dann ist der Tau mit dem nicht mehr hin und her, ist nicht mehr desorientiert. Aber wie gesagt, da war ich ein bisschen langsam. So, alle gut schnell gefallen. Und wenn der down ist, dann geht's jetzt zu den beiden. Hier muss man wieder den Schlechter, das ist der, den wir stunnen müssen beim. Oder irgendwie desorientieren, bei seinem Fleisch verschlingen und den Krankenschrecken im Kicken, damit er sein Fleischschild nicht macht. So, der ist dann schon mal weg. Dann kommt jetzt. Ah, ist das Fleischverschlingen durchgekommen?
Paralyse hatte ich noch nicht ready. Genau, ja, dann nehmen wir jetzt hier BL, damit wir es wenigstens noch einmal vorher irgendwie nutzen. Wie gesagt, dadurch, dass man hier dann noch recht schnell unterwegs ist, kann man es jetzt nicht so oft nutzen im Vergleich zu den höheren Key. So, und hier, ja, kann man jetzt Monk eigentlich auch gut steuern. Da hast du ja für den Stoß, wenn der kommt, dann das Gebräu zu nehmen, damit man den Schaden reduziert. Gleiches wird dann auch beim Endboss sein. Jetzt kommt er wieder. Also wieder rein ins Gebräu und nochmal. Und sieht man unten schön, wie der Balken zurückgeht. Der andere Balken, das ist ja das, wie hoch das Schild ist. Das Schild wäre vom himmlischen Gebräu. Das stapelt man ja hoch durch den Einsatz vom reinigen Gebräu. Also dadurch, dass man seinen Staffeln immer wieder regelmäßig einsetzt, dadurch macht man quasi sein Absorptionsschild vom himmlischen Gebräu stärker. Und da mache ich auch die Beak auch so ein bisschen zu gucken, wie hoch wäre das denn jetzt aktuell. Oh, und dann ist er jetzt aber gleich down. Dann können wir nach oben. Dann kommt noch der letzte Bereich. Und der Endboss dann. Viele Kyrianer wieder. 3 Stück, ja. Und 2 Nekros. So, haben wir das Banner noch mitgemacht. Ich muss immer wieder gucken, wo es dann lang geht. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Sieht unten immer so gleich aus, obwohl man sich eigentlich daran orientieren kann, da wo die Gänge zu sind. Aber nein. So, hier haben wir es bei den Armbrustschützen weggemacht. Der schießt da random Leute an. Jetzt geht's rein hier zum Metzler. So, der Schlaghagel, der macht mir, glaube ich, doch ganz schön Schaden, genau. So. Das heißt, da auf jeden Fall reinige Gebräu dann ready haben. Hier wäre sicherlich dann der Ochse auch nicht verkehrt. Ja, jetzt laufe ich natürlich die ganze Zeit mit so einem hohen Stagger rum. Also dem Staffel hin. Ich jetzt einmal halbiert. Und jetzt wieder halbiert. Aber gleich kommt wieder der Schlaghagel. Gut, ich meine, wenn man ein bisschen ausweicht, war jetzt gerade besser, dass ich ausgewichen bin. Da kriegt man natürlich nicht so viel Schaden. So. Kurz gewartet, dass alle rankommen so langsam. Was wir jetzt machen, ich muss mal aufpassen, nicht in der Klinge drin zu stehen, die da geschmissen wird. Sturmangriff raus und dann den Kick. Hat man den nicht gerade gekickt? Doch, wollte gerade sagen, genau, da jetzt wieder. Ah, dann haben wir gleich die große Gruppe. Cooldown Zeit ready. Weil der, das hätte ich nicht verstanden, der Hunter da hat diese Eisfalle gelegt. Das hat mich da ein bisschen irritiert. Ich habe wollte, dass die Gruppe stehen bleibt, aber die rennen natürlich trotzdem weiter. Und dadurch, und zwar noch der Armbrustschütze, das heißt, der bleibt hier hinten stehen. Beziehungsweise der andere bleibt da hinten stehen. Ich bin so irritiert, dass ich den gar nicht richtig die Cooldowns eingesetzt habe hier. Ah, die eine. Ah, die gehen sogar 2 Kugeln hoch. Oh ja. Okay. Das hätte man besser machen können. Oh, jetzt habe ich mal das Eisenhautgebräu genommen. Dass man das hier alles ein bisschen unter Kontrolle hat. Jetzt könnte man sagen, dass dafür der
der Hunter gestorben ist für die komische Falle, aber es war irgendwie blöd mit den Explosivkugeln, dass keiner die gemacht hat. Ich hatte auch einen Target, hätte ich noch angehen können. Das natürlich, wenn die zwei Kugeln kommen und dann noch die Armbrustschützen, dann kommt natürlich ordentlich Schaden rein. So, hier Advent. Nimmer mehr. Das Schild kann man ja nicht steuern, wo das hingeht. Der dreht sich zu irgendwem. Kein Glück haben, dass er sich zum Tank dreht, kann aber auch, also da bleibt. Meistens dreht sich aber in andere Richtung, gefühlt zumindest. Ja, da sieht man es wieder. So, weg von der Klinge. Ansonsten das Stampfen muss natürlich ein bisschen gegengeheilt werden und derjenige, der die Klinge abbekommen hat, muss gut gegengeheilt werden. Ansonsten jetzt beim Tank passiert jetzt nicht so viel. Und weg. So, vorletzter Boss. Also, wir haben ja die tödliche Combo, nee, brutale Combo heißt das, glaube ich, die er macht. Genau, brutale Combo. Warte ich jetzt einmal, bis die vorbei ist. Nee, warte ich nicht. Ich habe ja zwei Aufladungen gehabt vom Fläschchen. Genau, also die aber auf jeden Fall ein bisschen durchlaufen lassen und dann das reinige Bräu, um hier den Schaden wieder zu reduzieren. Wenn man also weiß, dass recht viel Schaden kommt und vor allem so kurz hintereinander, da macht Sinn erstmal zu warten, dass eben der Schaden vom Staffeln recht hoch geht, um dann eben möglichst viel davon wieder zu halbieren, zu reduzieren. Jetzt blöd, wenn ich einen Schlag abbekomme und dann ja, gleich das reinige Bräu nehme und irgendwie meinetwegen 5000 Schaden halbiere, anstatt wenn ich hier ganz viele Schläge abbekomme, ich 15.000 Schaden hätte halbieren können. Und ja, das klappt auch nicht immer. Manchmal drücke ich das aus Reflex, obwohl ich da noch ein bisschen warten müsste, aber gut. So, der liegt jetzt hier auch gleich schon wieder. So, eigentlich ob es wieder das für einen Tank eben das Wichtige, die brutale Combo, dass man da ein bisschen drauf gewappnet ist. Der Rest ist jetzt, ja, die normalen Schläge geht alles und diese Dreierfähigkeit, die er dann noch einsetzt in verschiedene Richtungen oder mit seinem Wirbel, das, ja, das ist, denke ich mal, ganz normal, dass man da sich ein bisschen moven muss. So, haben wir jetzt nochmal das eine Banner quasi übrig gelassen, das ist jetzt für den Bosskampf. Ah, 216, jetzt hat man es kurz gesehen. War es halt im Level zu dem Zeitpunkt. Ja, hier ist es jetzt gerade irgendwie buggy, dass man nichts hört. Also diese Ansage, die schöne. Boah. Ja, hier wieder das Gleiche. Wenn der Sensenschwung kommt, das ist ja eine etwas höhere, stärkere Fähigkeit. Dafür dann auf jeden Fall das reinige Bräu bereithalten. Jetzt. Ich da eigentlich ausgewichen oder es war irgendwie so wenig Schaden? Naja. Dann kommen jetzt gleich die Ads. Er riss jetzt gerade bei uns. Jetzt hat er Sensenschwung ein bisschen mehr Schaden gemacht. Jetzt habe ich hier gar nicht das reinige Bräu genutzt. Stand alle sehr verteilt und steht da hinten drin der Paladin. Der war natürlich erstmal gestunt. Jetzt musste ich hier ein bisschen ja, schnell die Gebräue schlucken. Ein Ed ist, glaube ich, noch da hinten. Ja, muss natürlich schauen, dass man auch trotz des Kreises möglichst nah beieinander steht. Damit man die Ads dann schnell umcleaven kann. Zumal ja bei denen auch Explosivkugeln spawnen können. Also das macht es dann natürlich auch wieder etwas gefährlicher noch, wenn die noch weiterleben. So, aber Phase ist ja gleich geschafft. Und auch verstärkt geht es ja sowieso mal ein bisschen schneller. So, jetzt hat sie mir ein bisschen stärker reingehauen hier mit ihrem Sensenschwung. Ja, wenn wir sehen, wie hier alle sehr, sehr, sehr verteilt stehen. Da hätten jetzt überall Kugeln spawnen können. Das wäre nicht so schön gewesen. Aber gut. Geschafft auf jeden Fall. Hier plus 2, 1,36 an, plus 3 vorbei, kann man schon fast sagen.
Soweit alles gepasst. Ja, und wie gesagt, daraus ist jetzt ein Seuchensturz 10 geworden. Der wird auch noch angegangen. Also da kommt in den nächsten Tagen dann auch nochmal ein Video zu. Werde ja die kleineren Chars jetzt auch nochmal ein bisschen nach oben pushen. Ja, hoffe, der Run hat euch wieder gefallen. Danke euch immer fürs Einschalten und sage bis zum nächsten Mal.